So, hallo erstmal. Heute spielen wir ein bisschen Hitman zusammen. Da es in der Nacht nach dem Release direkt zu Problemen gab, kommt es erst sehr spät. Leider. Aber nur für euch. Aber jetzt hören wir uns erstmal die Geschichte an. War Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Schönes Buch. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Diana, sie redet ständig von. So, einmal haben wir hier Hitman-Spieler fordern sowas sich wie Multiplayer, gegenseitig heraus, um den besten Killer sich gegenseitig herausfordern kann. Wer kann das Ziel und Diana, die Kampagne? Wir spielen natürlich erstmal die Kampagne. So. Also, ich habe schon mal kurz reingespielt, darum habe ich hier schon ein paar Freischaltungen. 3% ist ja überhaupt nichts. Darum brauchen wir uns da jetzt auch nicht viel angucken. Ich habe bei den Waffen hier habe ich schon ein bisschen mehr. Hier nicht. Verstecken, glaube ich. Ja, bei den Waffen habe ich schon 10% und Killertechniken. Weil ich die Sniper Challenge schon gespielt habe und man das ja freischalten konnte. Gut, also machen wir mal ein neues Spiel. Ja. Ja, ich glaube, ich nehme nochmal. Da ist. Ja, ich glaube, es geht noch. Schwierig, Experte und Purist. Schaffe ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Weil ich einfach zu schlecht dafür bin, aber egal. Ausprobieren. So. Wählen. Es geht weiter mit der Geschichte. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Ich finde das sehr schön gemacht, wieder diese. Wie diese Skyline da gezeigt wird, der Sonne. 47?
Das ist hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Also es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Sieht die Grafik. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Ja, wenn die dieses Spiel auf vollen Grafik anschauen, spielt sieht das bestimmt fantastisch aus. Also, echt, diese Reflexion an der Sonne, das finde ich mir sehr beeindruckend. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Ist ja klar, dass er da jetzt reingezogen wird. Gebracht wird. Pollack. A personal contract. Gut, also bei einmal habe ich hier Auftrag unten werden wichtige Spielelemente markiert. Auf 1. Regel Nummer 1. Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Hier habe ich kann ich eine Sehen einzelne Waffe auswählen. Jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. So, F1, um das Notebook zu öffnen und Einsatzziele einzusehen. So. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert. Und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich Sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Also ich habe mich extra vorhin nicht viel über Hitman informiert, damit ich die Geschichte voll und ganz genießen kann. Darum kann ich jetzt auch noch nicht so viel dazu sagen. Möchte ich auch gar nicht. Das wäre ja ein bisschen Spoiler. Sehr doof. Sich Zutritt über das verstärkte Hauptteil zu verschaffen, ist wenig erfolgversprechend, aber laut des vorliegenden der vorliegenden Informationen gibt es einen zweiten Zugang über die Gärten. So. Da schreibt mich einer an. Ja, der Grobheinrich. Funkt mir wieder hier dazwischen. Egal, will ich ihm mal nicht so böse sein. Ich glaube, ich muss hier Grafik ein bisschen runtersetzen. Entschuldigung. So, hier Grafik, weil das ist alles ein bisschen... So, Qualität der Schatten. So, ich bin ganz klar für Hitman. Hier, er fragt mich, was er holen soll. Hitman oder Far Cry. Also... Ihr werdet jetzt sehen, wie geil Hitman ist. Also ich bin wirklich für Hitman. Weil es einfach so ein perfektes Game ist. Qualität der Schatten, vielleicht solche niedrigste. So, jetzt wird er sich freuen. Ich bin gerade am Aufnehmen. Du bist mit
drauf. So, Qualität der Schatten, Texturqualität. Er begrüßt euch natürlich. Hallo an alle Zuschauer. So. So. Globale Illumination. Ja, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was das ist. Scheiße. Detailstufe sehr niedrig. Na komm. Es reicht, wenn es auf niedrig ist. Also so schlecht ist mein PC nun auch nicht. FXAA. Ah, scheiße. Spiegelung niedrig, das reicht. So, normal. Ich habe irgendwie das Gefühl, das zieht hier viel. Komm, machen wir mal hier. So. So, Audio. Das können wir hier noch so einstellen. So. Okay, machen wir mal weiter. Hat sich das jetzt direkt schon verändert? Muss ich das dafür neu starten? Ah, egal. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann Sie sieht, verhaftet er Sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Ja, das kann ich mich hier ducken, hinter der Deckung. Hier ist vier. Mit E kann ich die Deckung wechseln. Kameras, Bewegungsmelder, ein paar dieser neuen Selbstschussanlagen. Hier könnte jeder einfach so reinmarschieren. Over. Oh, setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein. Ich kann jetzt oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Hinwerfen. Aber das tue ich nicht. Ich wähle jetzt hier mein Klavierdraht aus. Und mit Q kann ich den hier erdrosseln. Um diese Einführung optimal zu nutzen, bleiben Sie unerkannt und töten Sie möglichst diskret. Ich kann ihn hier loswerden, indem ich ihn in so eine Kiste stopfe. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder Sie selbst. Ja, haben Sie gerade gesagt hier. Ich könnte rein und dann kann ich hier rausspähen. Leertaste, gehe ich in Deckung. Ah, jetzt soll ich den also abknallen? Ja, machen wir es doch. Wenn Sie zielen, erfassen Sie Zielpersonen in der... Zielen Sie auf den Kopf. Mach das mal mit Erhöhen Akimo. Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. So, hier. Shift. Um zu stabilisieren. Machen wir es nochmal. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. So, komm, tu mir den anderen in die Box hier. Da ist einer, seht ihr? Da, ich kann noch meinen Instinkt anmachen, da sehe ich den. Schleppen. Loswerden. Kontrollpunkt. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Falls Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Sehr erklärt alles. Brauche ich überhaupt nichts tun. Ist ja schlimm, ey. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Schön. Wenn sie darauf besteht, ist das Ihre Entscheidung. Aber unser Job wäre wesentlich einfacher, wenn wir wüssten, was hier läuft. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Die Box hier. Tennisbälle. Die loswerden. Dann werden wir doch wieder los. So, jetzt gehe ich hier hinten lang, habe ich mir überlegt. Und schalte den hier aus. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren so, Ihre Feinde. Ich verstecke die jetzt hier in derselben Kiste. Ja.
Ah, hier habe ich noch eine Kiste. Kisten zu basteln. Das ist echt Wahnsinn. Ah, die Tennisausrüstung. Schön, wenn man jetzt noch ein bisschen Tennis spielen könnte. Ah, man kann ja nicht alles haben, ne? So. Kann ich noch einen Kontrollpunkt aktivieren? Kampferfahrung. Da denkst du, du bist immun. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nie. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Hey, denkt nicht mal dran. Ernsthaft. Dieser Job ist vermutlich das Einzige, was ihn am Leben hält. Miss Burnwood darf nichts erfahren. Schon gut. Von mir erfährt sie nichts. Ich drehe jetzt mal meine Runde. Oh oh, ich hoffe mal, er kommt nicht hier lang. Oh, nicht so lang, Junge. Hier ist 6. Alles klar. Bis auf ein Stinktier. Over. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Schön, dass es so easy ist, wenn hier überall Boxen stehen. Aber... naja... Warten Sie und hören Sie zu, was die Leute um Sie herum sagen. So erhalten Sie manchmal wichtige Informationen. Oder erfahren, wenn die Luft rein ist. Meine Frau ist Weltmeister im Tratschen, das war nur eine Frage der Zeit. Ich weiß dein Mitgefühl echt zu schätzen, aber denk an meine Worte, Junge. Du solltest dir einen anderen Job suchen. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Das Reisebüro hat nur zwei Ziele. Tod und Depression. Außerdem kannst du sicher sein, dass es ständig regnet. Kein Schwein deine Sprache spricht. Und das Hotel ein rattenverseuchtes Drecksloch ist. Ist bei dir alles klar, Hank? Ich bin okay, Kleiner. Dreh du nur deine Runde. Das chillt er ja jetzt. Einfach mal so durchgelaufen. Geilsten finde ich immer. Hier. Einfach, wenn man da so seinen Instinkt verwendet. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber... Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Fahrzeugs. Die Wache ist unterwegs zur Brüstung und kommt nicht an Sie heran. Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. Hier rechte Maustaste drücken. Werfen Sie. Sauberer Kill. Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Okay, loswerden, so. Zack, über die Brüstung geschmissen. Ihre aktuelle Waffe hat keinen Schalldämpfer und könnte ihre Gegner alarmieren. Wieso benutzen Sie nicht Ihre schallgedämpften Silverballer? Erstmal verkleide ich mich jetzt hier. Sie sind jetzt als Wachmann verkleidet und dürfen sich in den Außenbereichen frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Wachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Und der kommt auch hier rüber, so zack. Rüber mit ihm. So. Um
Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, gleich setzen Sie Instinkt ein, bis Sie im Haus sind. Ich war Gärtner bei zwei Ex-Präsidenten. Die Gärtner dort vorne werden keinen Verdacht schöpfen. Aber sie sollten die Augen nach anderen Wachen offen halten. Was stimmt nicht mit dem Typen? Wer ist diese Frau? Sorry, keine Ahnung. Neue Regel. Ich habe sie nur einmal vom Wachen gesehen. Außer für den Sicherheitsdienst. Ein Wachmann ist hinter Ihnen her. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um... Ihr Instinkt ist niedrig. Hey, gechillt, einfach durchgelaufen, Junge. Episch. Das kann nicht jeder. So. So, hier machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert mal, ob ihr mehr gesprochen haben möchtet von mir oder ob das so gut ist. Naja, tschüss, bis zum nächsten Mal.